Das Ende der Filmfabrik, des Legolands und die Gurke des Monats. Was ist das hier heute? Nämlich Nerdshack auf Nerdtaste. Ich bin's, Dennis, und los geht's. Moin moin Freunde, willkommen im neuen Jahr auf Nerdtaste hier. Ne, mich hat's hier ein bisschen erwischt mit der ganzen Grippewelle und so weiter, wie man noch ein bisschen hören kann. Ist aber auf jeden Fall besser geworden. Ich bin wieder fit und ich mache wieder Videos. Ich habe euch echt vermisst, vielleicht habt ihr mich ja auch so gesehen. Und es geht los mit Nerdshack. Nerdshack wird sich grundlegend ändern. Es wird ein Talk-Format, ein News-Format, ein Test-Format in diesem Sinne. Also ihr werdet schon sehen, wo die Fahrt hingehen wird. Also wenn Filme, Comics, per News immer mit reingezogen, da muss ich aber nochmal gucken, wie ich das alles gestalte. Es ist natürlich erstmal alles im Aufbau. Wenn ihr Tipps habt, gerne mal mit da rein. Aber erstes Thema, was ist los mit der Filmfabrik? Also da habe ich mich schon seit Wochen gefragt, was ist mit denen los, warum kommen da keine neuen Videos? Das letzte ist hier Widows, die tödlichen Witwen von 29.11. ist das ja erschienen letztes Jahr 2018. Es gibt kein Statement von dem Eigentümer Mediakraft, weil die Host Raphael und Lev hört man auch gar nichts mehr von. Auch andere Kanäle von denen, wie Top 10, keine Info, nix, alles weg, naja, so gesehen, das heißt nicht weg, aber die sind halt, ja, auf Eis gelegt, wie es aussieht. Und da gibt es kein Statement, was sehr schade ist, weil sie haben ja sehr viele Abonnenten. Und der ungeschminkte Blackstone hat dazu noch ein ausführliches Video gemacht. Ich wollte es einfach nur mal sagen, was ihr zu diesem Thema sagt. Ich finde es sehr schade, wenn das so kommen würde. Aber ich finde, man sollte mal ein Statement geben. Ja, dann ein anderes Thema, was mich so ein bisschen gestern zum Schmunzeln gebracht hatte, was wo auch andere Kollegen und auch sogar ein Anwalt, nämlich der Herr Solmecke, drüber geredet hatten. Das war nämlich der Legoladen. Das hat er so im Titel gesagt, holt eure Limonade raus. Nämlich der Thomas Branke von Held der Steine. Der hat nämlich da jetzt gerade eine Abmahnung bekommen von Lego, direkt von der Rechtsabteilung, wie man das aus dem Video sehen kann. Alles hier drinnen und so weiter. Und dann sagt er dem halt so, das wieder wie der Sachstand ist und so weiter. Und ja, er wurde ja schon mal, habe ich in den Kommentaren noch gelesen, er hat wohl immer sehr stark manchmal Lego kritisiert und auch man kann es ja auch nachher sehen, gut bewertet, wie das halt ist beim Kritiker. Ne? Also wenn man Sachen kritisiert, dann ist es ja so, man hat ja seine Meinungsfreiheit, man muss mal gucken, macht das natürlich Sinn, so eine Art. Ne? Es ist ja nichts anderes wie bei Filmen, aber trotzdem muss man sagen, das geht ja um dieses Logo, er hat jetzt den Erdmännchen-Logo mit dem Cape. Und vorher hatte er halt, was ich eigentlich ziemlich cool fand, sein Held der Steine Logo und da oben waren diese Noppen. Naja, und über diese Noppen, da beschwert sich halt Lego, das könnte ja aussehen wie Lego. Und ja, guckt euch das Video nochmal an. Ich finde es sehr, sag mal in dem Sinne, vielleicht albern, ich mache ja auch was für Lego und so weiter, aber ich kann diesen Standpunkt gar nicht verstehen und muss auch sagen, dafür haben sie natürlich jetzt irgendwie einen größeren YouTuber, der auch, sag mal, Influencer-mäßig beeinflussen könnte, sehr verloren, der auf andere Sachen gehen wird. Also deswegen hat er den Titel ja auch gesetzt, der Lego-Laden ist Geschichte. Wir wollen natürlich auch über Filme reden, das ist ja hier ganz wichtig. Und der erste Teil hier war ja von Sicario schon sehr gut gemacht. Der zweite Teil mit Benicio del Toro und Josh Brolin fand ich sogar noch einen Ticken besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Von der Spannung her und von dem Aufbau der Storyline, das Ende hat mich wirklich umgehauen. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine 8,5 wert von 10. Dann geht's weiter mit Brotherhood of Blades 2, der, ja, so sagen muss, wer auf Tiger and Dragon steht, so ein bisschen, wo die Leute fliegen. Ab 16 ist ja dieser Film. Ich habe ihn angeguckt und muss sagen, der hat so ein bisschen, der nimmt sich selber nicht ernst. Und dieses Fliegen, sag ich mal, und auch so ein bisschen diese ganzen Martial Arts Effekte sind ja ganz cool gemacht, aber trotzdem fehlte mir so ein bisschen, weil es war ein bisschen zu ulkig und der Look sah ja cool aus und die Kostüme, aber trotzdem, es fehlte mir da irgendwie so diese Ernsthaftigkeit. Und das muss ich einfach sagen, das hat mir nicht so gefallen an Brotherhood of Blades 2 und deshalb bekommt er auch nur eine 4 von 10. Jo, ein Film aus Babelsberg, ne, eine deutsche Produktion. Hier sehen wir J.K. Simmons auf dem Titelbild, Renegades Mission of Honor. Muss auch sagen, der hat mich sehr enttäuscht vom Look her. Das war so typisch halt deutsche Produktion. Das ist so nicht dieses körnige cinematische Bild, was man kennt bei deutschen Produktionen teilweise. Und da war das auch so, ja, so, das war so hell und schauspielerisch einfach nicht so gut umgesetzt. Da wäre viel, viel mehr drin gewesen, weil es geht ja um Navy Seals, aber das ist einfach, wo ich sagen muss, leider war es nix. Wer mich aber wirklich sehr umgehauen hat, und da muss ich wirklich sagen, auch vom Look her, vom Social Media Look, das ist Searching. Searching ist jetzt ja am 31.01.2019, erscheint er ja von Sony, und ich muss sagen, hier, ja, wir sehen ja hier, ich muss jetzt mal gucken, wie der heißt, der hat so einen komischen Namen, John Chu, den kennt man ja als Harold aus den ganzen American Pie und den eigenen ständigen Film. Und er macht seine Sache sehr gut als,
Ja, es geht ja um die Suche seiner Tochter, die verschwindet und so weiter, das kann ich euch schon mal ein bisschen kurz sagen. Und er ist natürlich einer, der auf Eigenfaust geht. Ich würde mal sagen, jeder könnte das vielleicht machen als Selbstjustiz, sollte man natürlich nicht machen. Aber trotzdem, der Film ist einfach von der Spannung her, vom Aufbau, von dem Look her und natürlich so ein bisschen das Ende, okay, was ein bisschen plump vielleicht erscheint am Schluss aufgelöst, fand ich trotzdem nicht schlecht gemacht, aber so von der ganzen Idee her hat er mich wirklich überrascht. Und ich muss sagen, das ist für mich so das Highlight in diesem Monat. Ne? Also weil anderen, die waren ja schon ein bisschen weg, die sind ja schon aus dem November und Dezember. Ich nehme sie nur jetzt mit rein, weil ich sie noch nicht gemacht habe. Aber trotzdem, dieser Film wirklich 7,5 von 10. Natürlich eine Perle, die wird aber noch extra nochmal gezeigt, ist Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Ich habe mir den Mann geguckt und muss sagen, zeitlos. Man sieht die Amis wieder aus dem Blick, wie man sie eigentlich sehen kann. Ja, sie folgen eigentlich so gesehen einem Moderator und lachen sich schlapp über irgendwelche Sachen. Das ist so das Showbusiness, was man aus Amerika kennt. Und das wird immer noch da gezeigt und das ist teilweise immer noch vorhanden in den USA. Und ja, dieser Idealismus und ja, das ist einfach ein toller Film. Und da muss man sagen, Running Man, das kann man gar nicht bewerten, aber da wird es nochmal eine Sonder-Special-Folge hier auf Nerdcheck geben. Und ja, also in Nerdcheck. So, Denzel Washington ist back und das ist nämlich einmal Equalizer 2. Viele mochten die nicht, weil er hatte eine andere Art an sich als den ersten Teil. Ich muss sagen, diese Art gefiel mir ganz gut, hat sich vom ersten Teil abgehoben. Nur, es war manchmal ein bisschen zäh und langatmig. Das Schauspiel von Denzel Washington war schon mal wieder sehr gut gewesen, so ist es nicht. Und ich muss sagen, alles hat Konsequenzen, das stimmt schon teilweise schon. Es schlägt aber halt eine andere Seite ein und der Twist war jetzt nicht so super gut. Trotzdem, es kommt Rassismus vor, es kommt natürlich auch andere Sachen vor. Wofür steht er überhaupt? Wofür kämpft eigentlich hier Denzel Washington in diesem Film? Und ich muss sagen, 7 von 10. Und zu guter Letzt ein MCU-Film, der natürlich jetzt einmal in die zweite Runde gegangen ist, der schon wichtig war, überhaupt Fragen aufzulösen nach Avengers Infinity War, ist natürlich Ant-Man and the Wasp. Ja, ich fand ihn gar nicht schlecht und war auch witzig und man hat Giant Man gesehen, man hat natürlich Ant-Man gesehen, man hat die Wespe gesehen, The Wasp. Und ja, so allen Ganzen wird er sich schon gerecht als Fortsetzung und deswegen kriegt er von mir 7,5 von 10. Ja, dann habe ich natürlich so andere Filme noch gesehen, wie, ja, Shapeshifter ist echt mit Thomas Kretschmann, CGI schlecht, einfach die Umsetzung ist schlecht und deshalb bekommt er von mir eine 2 von 10. Dann Hotel Artemis, ja, ist von der Idee her, von der Storyline ganz cool gemacht. Die Verbrecher können, weil es gibt Ausnahmezustand in der Stadt. Sie können in so ein Hotel gehen, da werden sie wieder aufgepimpt, also gepflegt, repariert, sag ich mal. Und da, von der Idee her fand ich das ganz gut umgesetzt, aber teilweise so fehlte mir ein bisschen auch die Spannung und mehr Action und ja, alles das rundherum. Also deswegen gibt es auch nur 6 von 10. Bad Spice mit Mila Kunis und Kate McKinnon ist so eher so ein, ja, so eine Agentenkomödie. Sie fallen da einfach rein und werden irgendwie stumpf Agenten. Also das kennt man ja von Melissa McCarthy. Und ja, die beiden machen das eigentlich gar nicht schlecht. Ist auch manchmal auch wirklich unter die Gürtellinie. Deshalb ist er ab 16. Und ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Manchmal zu unter die Gürtellinie und teilweise, ja, hätte man ein bisschen mehr schnell in den Poppen kommen können. Deshalb gibt es von mir nur 6 von 10. Ja, und nochmal so ein kleiner Kinderfilm, vielleicht für die Familie und so weiter, habe ich nochmal gesehen im Kino. Das war der einzige Kinofilm, den ich gesehen hatte, weil irgendwie war ich letzten Monat und diesen Monat noch gar nicht so im Kino, weil Glass wird noch kommen. Es wird auch noch, natürlich versuche ich noch Bumblebee zu gucken und gut, ich hatte Aquaman gesehen. Aquaman werde ich jetzt aber jetzt gar nicht mit reinnehmen. Okay, kann ich ganz kurz sagen. Aquaman fand ich ganz gut vom Look her. Die Musik, der Soundtrack war nicht so pralle. Es würde ich so sagen, wenn ich ihn bewerten würde, es ist schon ein stärkerer MCU-Film, hat mir ja teilweise besser gefallen als Wonder Woman, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit anderen Filmen, von also Dark Knight und so weiter, die Trilogie, aber trotzdem kriegt von mir natürlich Aquaman eine 7 von 10, aber wo ich drüber sprechen wollte, ist eigentlich Drache Kokosnuss. Der kleine Drache Kokosnuss, der zweite Teil, ist von der pädagogischen Seite schon sehr gut umgesetzt. Es geht natürlich um viele Faktoren, auch wieder so ein bisschen um Rassismus, anders sein und so weiter. Und das fand ich gar nicht schlecht, die Message fand ich nicht schlecht. Trotzdem, so die Animation von Kokosnuss, die soll vielleicht so gewollt sein, muss ich aber sagen, ich kenne Besseres. Ne? Aber das sind teilweise diese Produktionen, die man von Super RTL und Kika kennt. Das ist ja eine deutsche Produktion, auch natürlich eine deutsche Literatur. Also Kinderliteratur und ich muss sagen, die Geschichten sind schon schön gemacht, aber der Film, so vom Aufbau und alles drumherum mit der Animation,
hatte mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Mein Sohn hat gesagt, er fand ihn gut, das ist ja die Hauptsache, aber wenn ich ihm sagen, jetzt würde handwerklich gemacht, als filmkritischen Punkt, eine 5 von 10. Soll ich gar nicht so viel labern, aber jetzt kommt auch mal nochmal die Serien. Heute wird es noch ein bisschen länger und ich habe auch da ja die ganzen Sachen reingetan, hier was wo kommt und Serien. Also muss ich sagen, das ist diesen Monat, ich habe nicht so viel geguckt, weil ich habe 3 Staffeln so gesehen durch. Und das sind nämlich einmal You, du wirst mich lieben. Mit Joe Goldberg und Beck. Die Geschichte ein bisschen um Joe, der das Stalking anfängt. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht und das Ende haut einen ein. Wirklich aus die Latschen. Ich habe das eigentlich nur zufällig manchmal in den Pressemitteilungen gelesen und gedacht, na, wird ja wohl nicht sein, ne? Und ich habe dann nochmal im Radio das gehört, das wäre ja so ein bisschen Guilty Pleasure. Aber ich muss euch sagen, You ist wirklich eine sehr gute Serie, ne? Und es erinnert mich so ein bisschen an Dexter, von der Art her, von dem Charakter, Schauspiel von, ja, von was Joe dazu gezeigt hatte, ne? Und das muss man sagen, einfach gut dargestellt. Es passieren viele Sachen, man tappt ins Dunkeln, man hat einen kleinen Twist am Schluss und es ist eher schon fast ein Mindfuck-Moment und ja. Also ich bin gespannt auf die Staffel 2, da wird es definitiv eine kommen und guckt euch You an, eine 8 von 10. Dann aber, die mich wirklich sehr, sehr, sehr überrascht hat, wo ich auch gesagt habe, das muss man sich echt nochmal angucken und das ist Ozark. Ozark mit Jason Bateman. Also Jason Bateman kennt man ja so als Ulk-Komödien. Ich muss sagen, charakterschauspielmäßig, erste Sahne, er macht das richtig gut. Es erinnert mich teilweise an Bryan Cranston, also aus Breaking Bad, aber nicht so skrupellos, wie das halt der Heisenberg gemacht hat in diesem Film, in dieser Serie. Aber das Teil Ozark ist wirklich 2 Staffeln ununterbrochen eigentlich spannend. Es hat so ein, auch die Musik baut die Spannung auf. Das stimmt alles und irgendwie auch so mit dem Kartell. Das ist ja, ihr müsst vorstellen, Buchhalter, wäscht Geld, Kartell, ne, du. Irgendwie verarscht und du gehst in die Ozarks. So ist das so ganz kurz angedeutet. Und ich muss sagen, Ozark, wirklich starke 9 von 10, weil auch intelligentmäßig, Story, alles, das stimmt alles. Es gibt so viele Wendungen, man denkt das überhaupt nicht. Viele auch Nebencharakter, die wirklich auch Spaß machen, wo man gerne hinsieht. Also es passt alles. Und das ist wirklich eine gute Serie und da soll es auch eine 3. Staffel kommen. Und ja, also das ist Ozark. Ja, und dann kommt jetzt die Gurke des Monats. Da denkt ihr wahrscheinlich auch, was ist denn die Gurke des Monats, ne? Das können Serien sein, das kann natürlich auch ein Comic sein, das kann eine Box sein. Aber gleich kommt nochmal ein Comic-Review, eine ganz kurze. Aber wirklich, der mich wirklich umgehauen hat als Gurke des Monats, ist wirklich Slenderman. Ich muss sagen, tut mir leid, Sony Pictures. Slenderman, das ist wirklich eine Gurke. Sei es handwerklich gemacht im CGI. Slenderman sieht man ja kaum, wenn, dann ist das wirklich schlecht gemacht. Schauspielerisch einfach unter alle Sau. Die Story ist fast gar nicht vorhanden. Von der Idee her, okay, von der Idee her kriegt man einen Punkt. Ja, einen Punkt. Aber das stimmt ja mal gar nichts. Die Musik, grausam. Also, man muss sagen, filmkritisch gesehen, das hat auch nichts mit Meinung zu tun, dann werden auch mir viele Filmkritiker beitreten, weil ich das immer ein bisschen gesehen hatte danach. Trotzdem, es ist ein, wenn man das hier liest auch, unheimlich gruselig und spannend. Der war nicht spannend, der war nicht gruselig. Es gab natürlich Jumpscares, aber die waren so schlecht gemacht, dass man diese Vorausschau gesehen hatte, dass, ich erschrecke mich ja so teilweise nicht, dass die andere, die sich immer erschrecken bei anderen Filmen, die haben sich nicht mehr erschrocken. Das ist wirklich ein Ding, wo ich sagen muss, ja, das ist so nicht unheimlich wie ein Stück Tomate da. Also ich weiß nicht, da könnte ich mir einen Angriff der Killer-Tomaten angucken, das wäre wahrscheinlich gruseliger. Ne? Also, aber trotzdem, ich will es auch nicht schlecht reden. Das mache ich ja eigentlich ja nicht, aber ich gebe ja jedem Film eine Chance. Aber Slenderman, also das war wirklich für die Hose. Und deshalb bekommt der nur eine 1,5 von 10. So, bevor ich das hier nicht so länger noch eine Länge ziehe, hier und so weiter, nochmal eine kleine Comic-Review von Enrico Marinic erschienen. Der dunkle Prinz Batman. Und ich muss euch das sagen, ne? Panini hat er oder natürlich der. Der Zeichner Enrico Marini hat ja sowas und ein tolles Comicbuch rausgebracht. Die Story, alles drumherum, natürlich Batman geschaffen von Bob Kane, aber guckt euch das an. Das ist doch ein richtig geiles Artwork, was man euch kennt, aber das ist einfach schön gemacht, gezeichnet. Die Storyline, man sieht so ein bisschen Joker, das Skrupellose, es ist witzig. Also das ist wirklich, wo man sagt, das ist Joker, das ist Batman. Er ist eigentlich erst ein unbekannter, sag mal, Zeichner-Autor gewesen. Und ich habe das mal ein bisschen hier so gelesen, aber das ist eine klare Kaufempfehlung. Ne? Wenn ihr wirklich
einen guten Comic lesen wollt, da steht auch drauf, höchst empfehlenswert. Herausragende grafische Umsetzung, das ist wirklich so. Die Art Batman-Comic auf die Fans lange gewartet haben. Und das muss ich sagen, das stimmt wirklich, das kann ich unterzeichnen. Und das ist auch seine, was kostet der? 16,99 € wert. Bei Panini, ne? Nochmal Dankeschön natürlich auch alle Rezensionsexemplare, wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt, ne? Auch wie dieses hier. Ja, so, das wäre eigentlich das Ende fast gewesen, weil so wird der Aufbau gemacht. Es gibt Serien, es gibt Comics, es gibt natürlich auch kurze Unboxings. Das wird ungefähr eigentlich so, also ich einpendeln bei 12 Minuten und bis 20 Minuten. Da habt ihr ein bisschen zu sehen, was es so gibt, aber eigentlich immer nur alle 2 Wochen. Nicht so wie das jetzt hier so ist, sag mal, dass wir immer irgendwie Oktober und November aufrollen. Ich wäre ja jetzt ein bisschen erkältet und so weiter gewesen. Das war das halt Problem. Mein Filmstapel, der da steht, der häuft sich auch schon wieder mehr. Ich muss auch hinterherkommen. Trotzdem will ich nicht immer das hier so zuballern. Deswegen mache ich jetzt halt diese Folge hier, ne? Und das Ding ist aber noch, was wichtig ist, ist nämlich das hier. Es soll natürlich immer am Schluss dieser Folge soll eine Community-Frage entstehen. Wenn ihr Fragen habt, irgendwie, was ich thematisieren soll, das kann ja alles sein, ne? Ihr wollt Fragen wissen und so weiter. Das kann, würde ich sagen, wer ist dein Superheld, ne? Dein Lieblings-Superheld. Oder ihr, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas wollt ihr wissen, irgendwie, so über mich oder was gibt's als nächstes? Oder ich suche mir das dann raus, filter das raus mit einem Tool oder so, keine Ahnung was. Ja, und das wird dann so ein bisschen die Community-Frage. Ihr könnt auch einfach schräge Sachen fragen, das ist mir egal, ich nehme es einfach mit rein. Das wird dann halt wirklich so ein Format für jedermann hier, ein Informationsformat, und das ist mir eigentlich auch sehr wichtig. Und das gibt natürlich auch weiter Nerdschule, Five Up und dieses Nerdcheck hier, Nerd Taste on Tour. Das sind die Formate jetzt hier auf Nerd Taste. Im neuen Jahr wird es hier grandios, hoffe ich mal, und ich habe auch vieles vor. Und ja, also ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ja, die Gewinner wurden ausgelost, das wisst ihr Bescheid, die wurden schon alle kontaktiert. Ja, und die Sachen gehen jetzt auch die Tage raus, und ich sag mal so, bis dann und schon, bam!